Ochsenhausen gegen Grenzau. Ein Nachholspiel des dritten Spieltags mitten in den vierten gepackt. Aber Ochsenhausen kommt dieser Zeitpunkt sehr gelegen, denn die Top-Mannschaft ist mittlerweile vollständig. Calderano natürlich an 1 gesetzt, beginnt gegen Samuel Walker. Der Brasilianer überlegen, sehr geschmeidig mit guten Angriffen. Das erste Einzel ist eine klare Angelegenheit. Auch weit entfernt vom Tisch macht Calderano einige Punkte. Matchball für den Brasilianer. Und 1:0 Ochsenhausen. Einzel Nummer 2, Togami gegen Feng. Satzball für den Japaner. Und er geht hier in Führung. Auch danach zeigt er ein sehr explosives Angriffsspiel. Aber dann kommt Feng zurück und kann Satz 3 gewinnen. Nur noch 1:2 nach Sätzen, aber es bleibt nur ein kleiner Ausrutscher von Togami. Matchball für den Japaner. Und klasse, wie er auf die Rückhand von Feng reagiert. 2:0 für Ochsenhausen. Und die Gastgeber gewinnen hier wirklich im Eiltempo. Beginn der Partie war 19 Uhr. Immerhin, wenn es so weitergeht, ermöglichen sie den Grenzauern eine halbwegs frühe Rückreise. Sehr großzügig. Aber Mladenovic kämpft gut im letzten Einzel gegen Gusi. Eins zu eins nach Sätzen, aber Gusi kann jetzt wieder vorlegen. Und das macht er auch. In Satz 3 gibt es dann auch nochmal ein paar richtig gute Ballwechsel. Auch wenn es für Mladenovic nicht reicht, so ist es doch sein bestes Level seit Olympia, wie er nach dem Spiel selbst bestätigt. Matchball Ochsenhausen. Und das war's. Endstand 3:0. Das Weiterkommen im Pokal. 2 Siege in der TTBL. Ochsenhausen wieder in der Spur.